So, hallo ihr Lieben, mal ganz schnell eben das schönste Wetter hier von der schönsten Insel Europas. Bitteschön! Oh, Gran Canaria, oh, Gran Canaria. Und jetzt das Wetter. Hallo und herzlich willkommen hier bei RPV Gran Canaria, eurem Kanal eures Vertrauens. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, drückt einfach mal unten rechts und ja, ihr werdet erinnert, wenn ich was Neues sende. Das geht hier ganz schnell, nur mal einfach das schönste Wetter. Und die Ankündigung, dass gleich meine Sendung kommt, in ungefähr ja, 20 Minuten, da geht es los. Da heißt es Prima Mittag, das Magazin, mit der Live-Schaltung auch zu Klaus Wehstedt. Und da gibt es natürlich wieder leider Gottes ernste Themen, ist einiges passiert. Ihr werdet es hören hier auf dem Kanal oder aber im Radio selber mit der besten Musik natürlich auf www.radio-pv.com. So, und hier mal ein paar kleine Wettereindrücke. Bitteschön! So, ihr Lieben, heute fangen wir mal hier unten an und in unserem schönen Innengarten vom Apartamentos Aloy. Ja, die sportliche Abteilung ist natürlich auch da. Ihr seht einen Tennisplatz. Der Pool, die ersten Menschen sind schon am Pool bei diesem Wetter. Schaut es euch mal an. Herrlich, oder? Da hinten der Atlantische Ozean. Da hinten seht ihr jetzt, wenn ihr seht, ne, den Leuchtturm von Las Palomas. Die großen Hotels von Meloneras. Auf alle Fälle den strahlend blauen Himmel. Ihr merkt, ein leichter bis gar kein Wind. Und ihr merkt, nee, das merkt ihr natürlich nicht, was ein Quatsch. Wir haben es aktuell 23,6 Grad. So, gleich kommt meine Sendung und ich wollte deswegen vorher mal ganz schnell ein Video machen, ein Wettervideo. Garnage und Sonne kann ich euch hier nicht zeigen, vielleicht kann ich sie euch von vorne zeigen. So, ihr Lieben, ich kann sie euch zeigen, da ist sie. Ich hoffe, ich habe sie drin. Ich sehe es nämlich nicht, weil ich selber gegen die Sonne gucke. Aber auch hier im vorderen Bereich ist es ein bisschen windiger, weil der Wind kommt einfach oben von den Bergen runter zum Meer. Aber schön, oder? Die Poolbar ist auch schon offen. Im Rey Carlos auch da frequentiert. Ist eindeutig ein klein wenig ruhiger geworden, muss man so sagen. Aber das ist ja bekanntlichermaßen im Januar so. Da hinten die Berge, seht ihr, wie klar man die sehen kann? Es ist ein schönes Wetter. Definitiv ein schönes Wetter. Es ist nicht umsonst die schönste Insel Europas. Mit der kanarischen Sonne, wenn ich sie denn habe. Ich hoffe,